hinter mir ein Fass aufgehängt in 6 Metern Höhe. Das Fass ist gefüllt, voll mit Sand, 300 Kilogramm schwer, 6 Zentner. Und man kann das Fass in Bewegung bringen mit nur ganz kleinen Kräften. Dort ist eine Schnur mit einem Magnet am Ende, daran können wir ziehen. Und wenn es uns gelingt, im richtigen Moment das Fass anzuziehen, bei jeder Hin- und Herbewegung, dann genügen ganz kleine Kräfte, um dieses sehr schwere Fass zum Schwingen zu bringen.